Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Digimon Cyber Sleuth. Ah, du meinst, du musst zu viel arbeiten? Du bist ja ganz schön mutig. Wer gibt dir den Kost und Logis? Ja. Okay. Ah, Gurumon. Kowloon Ebene 2. Na, dann mach. Machen wir doch das hier ein bisschen. Also, die letzte Aufnahme war. Jo! Du sollst die Kaffeebohnen kaufen, um sie milde zu stimmen. Natürlich müssen es die Bohnen aus dem Kaffee. Ja. Aber warum unbedingt die Bohnen aus dem Kaffee? Bevor ich jetzt da reinstürme, nach Kowloon, gehen wir einmal zum Kaffee. Ich würde mich mal interessieren, ob ich überhaupt den Kaffee so kaufen kann. Du kaufst jetzt schon Nachschub? Mit zusätzlichen Mitarbeitern verbraucht ihr wohl auch mehr. Ach, hol dir doch auf den Rückweg im vierten Stock ein paar Takoyaki von dem Kaffee. Nur Kinder tun genau das, was man ihnen sagt. Wenn du darüber hinaus wächst, wirst du plötzlich ganz schön schlau. Ich habe Kaffeebohnen, die Kyoko wollte. Die Bohnen riechen gut, so gut, was sie wohl aus diesem wunderbaren Boden mit der Schlösslichen machen will. Yuko. Ja. Was machst denn du hier? An der Wand, die Yuko angestarrt hat, hängt ein Poster. Landesweit der Gourmet-Wettbewerb Niveau B. Unser Restaurant wird zum kulinarischen Schlachtfeld. Rahmen aus geriebener Jammwurzel, Gyoza mit Thunfischstücken, das berühmte Vanilleeis. Das hat Yoko sich wohl angeschaut. Ist es Wassermonster? Irgendwie klingt es lecker. Danke, dass du einkaufen warst. Wir haben auf dich gewartet. Wie du siehst, ist eine Klientin hier. Hallo. Hab vorher deinen Mann gekriegt? Hallo. Wie, ein Mann genommen? Was redest du da? Das ist unsere Klientin. Yoko Kamishiro. Nun denn, Fräulein Kamishiro, was ist das dieses Mal für ein Fall? Okay, ich möchte, dass ihr meinen Partner untersucht. Die Suche geht weiter. Kamishiro Satoru-san. Du meinst den Satoru Kamishiro, den Chef. Stimmt, jetzt reden sie ja wieder selber. 自殺だったと報道されていましたが違います。違うんです。お父さんは自殺なんかしない。あ、すみません。いえ、構いませんよ。それでなぜ自殺ではないと。何か確証がおありですか？確証はありません。だからこそ調査を依頼したいんです。 なるほど。ごもっとも。手がかりはおそらく先日調査していただいた山科誠。彼は昨年まで上城の研究、父の死と時を同じくして退社し、
そのまま行方をくらましてしまった。それで山科が父親の死に関係していると考えた。はい、直接関係はないとしても父の死について、我々に山科誠のことを調査させたのは今回の件を依頼するためです。あなたは我々を試した。再び依頼に来たということは無事試験に合格。すみません、信用できない人がつまらない小細工を、そのいや、素直に答えていただけたということ。あ、お父上の調査引き受けましょう。ありがとう。ちょっとすみません。もしもし、はい、いえ、はい、はい、わかりました。すぐに戻りますから。リエさんは本社でも。すみません、休養ができました。そのようですね。調査はよろしくお願いします。では。これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらねばな。うまくすれば上城の過去や内部事情も暴くことができるだろう。又吉刑事にもご足労願うとしようか。では調査を進めよう。私は再度山科誠の情報を洗い、その間君はもう一度山科誠の自宅を訪ねて、新しい事実が出てくるかはわからないが、ダメ元、いやすまない、大したことではないよ。ダメ元、父が。ご存知の通り、ダメで元々が略された言葉なのだが、ダメでもともと、これを略した場合ダメともになるのではと。なかなかどうして粋な思っそう深く考える。さて、無駄話はこれまで。調査を開始。Stimme, ich habe ja immer noch einen Fall. Und den möchte ich gerne erledigen. Also Kalun Ebene 2. Boah, ich bin immer das kurz besonders gegeben und nichts bringt mich aus der Ruhe. Außer jetzt, ich habe mein wertvolles Ding verloren, mache mir jetzt wirklich Sorgen. Ich glaube, ich habe es irgendwo in Kalun Ebene 2 verloren. Detektiv, du musst es suchen und mir zurückbringen. Ich weiß nicht, was ich ohne es tun soll. Keine Sorge! Allerdings ging das ziemlich schnell. Na, dann hat sich das ja gelohnt für dich, ne? Ich musste ja noch nicht mal kämpfen. So, da sollte jetzt im Moment nichts sein, genau. Das heißt, wir müssen nochmal zu dieser Wohnung hin. Tuyoso. Sie sind vielleicht hartnäckig. Wie oft muss ich noch sagen, dass ich keine Amishiro kenne? Ob ich noch nie von denen gehört habe? Erst als sie sie erwähnt haben. Nein, es war doch vorher, in den Nachrichten, glaube ich. Nein, Moment, das auch nicht. Über meine Tochter vielleicht? Ich weiß es nicht. Fragen Sie meine Tochter. Fragen Sie Shika. Ich muss mich hinlegen. Mir ist plötzlich schwindelig. Ja? Sie wollte, glaube ich, nach Shibuya.
Bei Shibuya Records gibt es für begrenzte Zeit die neue Single einer Band. Jimmykin, nein, das war es nicht. Bitte entschuldigen Sie mich. Auch zu Shibuya Records in Shibuya. Und mit, genau, mit seiner Tochter, ich wollte schon ihre Tochter sagen. Shibuya Records. Na, mal gucken, wo das ist. Du bist ein... Lass mich also bemerken. Gut gemacht. Mein Name ist Kimi. Du bist ein großer Person, der ich fühle. 次もうちのを見つけることができるかな。Komischer Typ. Ob ich eigentlich reinkomme? Oh ja. Das habe ich noch nie probiert. Aber es scheint hier auch nichts Interessantes zu geben. Komm da nicht mal dahinter. Aber du bist die, mit der wir reden wollen. Sie haben Fragen immer noch. Wir wollen nur unsere Ruhe. Tut mir ja leid, aber das muss sein. Nun, was gibt es denn dieses Mal? Wie? Über meinen Papa? Da gibt es wirklich nicht viel zu sagen. Bis vor kurzem war Papa ein Workaholic. Ich selbst an seinem freien ist selbst an seinen freien Tagen nicht heimgekommen. Aber dann hat er sich verändert. Er kümmert sich jetzt mehr um seine Familie. Warum genau, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich die Situation bei ihm im Büro geändert. Ich weiß, dass er vorher für eine Firma namens Neil Corporation gearbeitet hat, aber haben Sie sie nicht zu tun? Ich habe auch nicht viel Zeit. Kann ich jetzt gehen? Na gut. Wie ist es gelaufen? Irgendwelche nützlichen Hinweise? Naja. Die Neil Corporation. Hätte nicht erwartet, dass die damit zusammenhängen. Die Neil Corporation, mit der haben wir uns schon mal befasst. Kommissar Matayoshi hat diese Firma schon mal im Visier gehabt. Mein Vater war auch an dem Fall beteiligt. Sie sind offenbar einem Bauchgefühl gefolgt. Gut, du kannst diese Neil Corporation für mich untersuchen. Vielleicht kriegst du beim Firmenpavillon am Edeneingang ein paar Infos. Ich lese mir die Akten durch, die mein Vater und Kommissar Matayoshi damals zusammengestellt haben. Gut, ich zähle auf dich. Auf zum Firmenpavillon. Auf nach Eden! Aber jetzt erstmal hier. Chris, wirklich? Sigimon hat ein M auf der Stirn. Wannier muss es nicht. Wenn wir jetzt Maschinenangemon oder Marine Angemon. Aber Marine Angemon kann es nicht sein. Ich sag Maschinenangemon. Ermittlungsbefehl auf Farm 1 beendet. Einfallfälle gefunden. Ich komme immer noch nicht mit einem aus. Ich will ja aber. Du sollst nicht erwarten. Du sollst nicht warten. Sprich sie doch mal an, ihr versteht euch sicher. Das geht schon. Ich brauche ein Portal nach innen. Da ist auch schon das Portal, was ich brauche. Eike? Ist das hier? Na gut, ich habe hier drei Leute.
bleiben. Ich habe immerhin zu tun. Klingt schon irgendwie ungewohnt. Ja, ich bin mir sicher, noch nie gehört. Auch? Ach, wen interessiert das überhaupt? Was hältst du denn von Edens Avatar-System? Bist du wirklich zufrieden damit? Es ist egal. Ist egal. Stimmt's? Mit dem Gesicht wäre es mir auch egal. Huch. Wie unfreundlich. Neon Corporation? Also denen, dass zur Forschung von Avatar-Systemen von Eden gegründet wurde? Richtig. Ich glaube, die wurden vor langer Zeit von einem großen Unternehmen aufgekauft. Die gibt es nicht mehr. Okay, wenn man einmal das Richtige hat, dann sind alle anderen weg. Wenn ich von hier aus wenigstens gleich ins Büro kommen würde, ne? Wäre schon geil. Aber nein, ich komme ja immer da raus, wo ich zuletzt eingeloggt war. Oh, ein bisschen Zeit haben wir noch. La 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 la. Oh, Joshi-kun. Taro, Junge, hilf dir. Gewöhnst du dich langsam an die Arbeit? わけは京ちゃんが話してくれるぜ。実は妙なことに当時の内部コープの調査資料が見つからなくてね。それで当時者ご本人にご足労願ったというわけだ。見つからなくて当然だ。調査資料の一切合切を上代が保管しているんだから。上代も京ちゃんを前にこんなこと言うのは情けねえんだが。 当時、上代が内部コープを不正買収した疑惑が持ち上がった。俺と京ちゃんの親父さんとで調査を進めていたんだが、問題とは上から圧力がかかってきやがったんだ。その時、おとがめなしの条件として調査資料の上代が手を回した自ら黒と言明しているようなものです。それも暗黙の了解だったわけだ。 闇の深さを無視した俺たちは、あえて騒がず、資料の保管先の親父さんが亡くなった後も追跡は続けている。今資料は上代のメインサーバー、アバロンサーバーの奥深くに保管されている。おそらく上代の社員たちが機密情報データベースと呼んでいる。まあ追跡といってもデータの所在をこの目で確認しているわけじゃない。 あくまで周辺操作で得た情報からの推測。つまり、ただの簡単だね。十分。では、そろそろ預けていたものを返してもらうとしましょう。いや、しかしだな、京ちゃん。相手はあの上代だぞ。世界にその名を轟かす大企業の厳重なセキュリティをどうやってかいくぐる。ここは、 啓明苦闘の故事に習いましょう。閉ざされた門は強行突破ではなく策略をもって相手に開けさせればいいんです。おいおい、そんなことが不可能を可能にしてこそ探偵冥利につき。何、こちらには啓明、鶏の上代への侵入にはその人物の力を借りましょう。うん、ちょうど時間だ。 失礼します。<笑>今回も時間通りの来訪ですね。依頼人の上代優子さん。あの調査に。上代優子？ひょっとして、そうか。上代の親族なら誰にも怪しまれず。誰ですかこの人。お嬢ちゃん頼む。え？
そういうこと、どうかな。ぜひ調査に協力してもらっ、それは構いません。私もあの疑惑についての真相ですが、私は未成年という理由で社内、私にできるのはおそらく本社ロビン、そうですね、学校の友人を見学に招待する。本社ロビンまでは怪しまれずに連れて行けると。まあ俺や京ちゃんじゃ友人ってのは難しいだろうな。下手すりゃ面も割れてるかもしれない女子一人送り込めれば上々だ。よろしく頼む。しかしそこからどうやって機密情報で、この人が仮にウィザード級のハッカーだったとしても不可能だと思いますけど。Überlass das nur mir. そういうことだ、上白優子さん。そこは。わかりました。でも。で、実際どうすんだ、京ちゃん。侵入方法ですか。それ。ほう。とある依頼でちょっとしたプログラムを入手しましてね。知人の手を借りて助手専用にカスタマイズして使おうと思います。では早速準備に取り掛かろう。助手くん、まずは三神楽美玲のもとへ向かって先方に話を通しておく。司祭か。 OK。Wenn es denn sein muss, dann gucken wir bei ihr vorbei. Mireille! Haben die einen Mund? Hat ein M auf der Stirn? Warte. Digi-Führer. Tatsache. Ist mir gleich aufgefallen. Champion. Schade, dafür habe ich noch keine Daten. Machine Run One ist auf jeden Fall mega Level. Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nur zu, nimm dieses Programm. Lass die Hacking-Fertigkeit Tarnkappe erhalten. Ah, nein, es ist ein Hacker-Fertigkeitsprogramm, das ich aus dem Backo-Programm gemacht habe, das Kyoko mir gegeben hat. Damit kannst du deine Kontoinformationen beinahe vollständig verschleiern. So bist du quasi unsichtbar. Da dein Körper zur Hälfte ein Cyberkörper ist, solltest du die Fertigkeit im Cyberspace aber auch in der echten Welt benutzen können. Diese Fähigkeit könnte man für eine Reihe krimineller Handlungen missbrauchen. Aber da du dich so gut mit deinem Digimon verstehst, vertraue ich darauf, dass du es nicht für böse Zwecke benutzen wirst. Das habe ich nur so gesagt, Schätzchen. Ich sehe alles. Macht mir Angst mehr. Du bist doch ein Cyberdetektiv, oder? Eines Tages musst du meine Geheimnisse lüften. Ich habe mich bei Kyoko gemeldet. Es war alles ganz gut gelaufen. Du hast sicher viele Fragen, aber konzentrieren wir uns zunächst auf den aktuellen Fall. Ich habe vorhin von Yuko Kamishiro gehört, dass du bist an den Hauptgeschäftssitz von Kamishiro eingeladen.
Nice. Nutze diese URL, um auf einen Account zuzugreifen, der für eine Führung der Zentrale autorisiert ist. Die Autorisierung ist auf die Lobby begrenzt, aber somit solltest du ohne große Probleme weiter reinkommen. Unser Pferd wurde in die Stadt gebracht. Jetzt ist es Zeit für den Angriff. Ich weiß, dass du ein paar nette Hackerfähigkeiten erlernt hast, aber du wirst dort schnell reagieren müssen. Wie ein Wolf im Schafspelz. Es wird all deine Listen, deine Fähigkeiten und deinen Mut brauchen, dich einzuschleichen und die Beute zu holen. Ach, und Kommissar Matayoshi hat mir den Erhalt und der Verwendung der Hacker-Fähigkeiten für diesen Fall offiziell nichts zu tun. Denk daran. So, dann wollen wir die Sache mal erledigen. Sollte jemals diese URL für die Unternehmensführung folgen, um zur Zentrale von Kamishiro zu gelangen. Hey, erzähl mir was über deine Freunde. Alter, was hab ich denn hier alles? Da drüben Tag ist hier. Hier ist Nacht. Ich habe die ganze Zeit Daten gesammelt. Komm sofort zurück, wenn es gefährlich ist. Ja, kein Grund zur Sorge. Okay. Gut, ich würde sagen, für diese Folge machen wir erstmal hier einen kleinen Cut. In der nächsten Folge werden wir uns dann auf den Hauptserver von Kamishiro begeben. Und dort versuchen wir uns reinzuschleichen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben. Auch gerne einen netten Kommentar hinterlassen. Würde mich riesig freuen darüber. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet und euch die Folge natürlich gefallen, gerne ein Däumchen auf den Kanal da lassen. Tut nicht viel, kostet nichts. Vergesst dabei aber natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen wunderschönen Tag bzw. wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.